Hallo, LibreOffice, Veränderungen rückgängig machen und wiederherstellen von Veränderungen. Mit der Tastenkombination STRG Z können Sie Änderungen rückgängig machen. Alternativ klicken Sie auf die Schaltfläche Rückgängig in der Symbolleiste oder wählen aus dem Menü Bearbeiten rückgängig aus. Das Bearbeiten-Menü zeigt die letzte Änderung, die rückgängig gemacht werden kann, an. Klicken Sie auf das kleine Dreieck rechts neben dem Symbol für rückgängig, um eine Liste aller Änderungen, die rückgängig gemacht werden können, zu erhalten. Sie können mehrere Änderungen gleichzeitig rückgängig machen. Nachdem Änderungen rückgängig gemacht worden sind, wird die Schaltfläche Wiederherstellen aktiv. Um eine zurückgenommene Änderung wiederherzustellen, wählen Sie Bearbeiten, Wiederherstellen, drücken Sie STRG Y oder klicken Sie auf das Wiederherstellen-Symbol. Wie bei rückgängig erhalten Sie mit Klick auf das Dreieck rechts neben dem Pfeil eine Liste der Änderungen, die wiederhergestellt werden können. Sie können die Anzahl der Änderungen, die LibreOffice im Speicher behält, einstellen. Wählen Sie hierzu Extras, Optionen, LibreOffice, Arbeitsspeicher und im Rückgängigabschnitt Anzahl der Schritte. Beachten Sie, dass je höher die Anzahl der wiederherstellbaren Änderungen ist, LibreOffice umso mehr Arbeitsspeicher verbraucht. Ciao und viel Glück!